So, Friends, wir machen mit dem zweiten Video weiter von KS Freak, ja. Und zwar gibt es hier ein Retalk-Video. Am Ende kommt die Wahrheit. Ist, glaube ich, auch mal interessant, sowas von ihm zu hören, was er uns zu sagen hat, was über die Jahre passiert ist, ne? Ja, man, let's go. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen hier zum Wahrheitsvideo. Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit, Leute. Hier auf ein Video, was wir uns schon so lange von ApoRed gewünscht haben. Diesen Tisch wird nur die Wahrheit gesprochen. Also wir gehen direkt rein, ja. Und zwar ist ja die Anschuldigung im Raum, KS ist der Böse. KS ist der Schmarotzer. KS ist der, der das Geld geklaut hat und die ganzen alle rausgeschmissen hat. Und KS ist so ein schlechter Mensch. Und KS hat alle verraten. Und KS ist der Schlimmste von den Schlimmsten, oder? So ist es doch. Nein, Leute. Tatsächlich. Es ist nicht so, ja? Ich erzähle euch jetzt die ganze Geschichte. Es ist sehr, sehr unangenehm, überhaupt das Video machen zu müssen, ja? Alle Sachen beleuchten zu müssen, ist halt einfach unangenehm, ja? Nicht nur unangenehm für mich, sondern auch unangenehm für die beteiligten Leute in der ganzen Geschichte. So, also, es steht ja die Behauptung im Raum, dass ich ja Mr. Krabs alleine gelassen habe. Hä? Wer ist Mr. Krabs? Boah, Leute. Ihr müsst euch vorstellen, in dieser Zeit, gell, wo wir uns getrennt haben, wo ja diese Trennungsphase kam, wo jeder so seinen eigenen Weg gegangen ist, gell, in dieser Zeit hatte ich 400.000 Euro Schulden, Leute. Gell. In der Zeit war ich ja noch mit Lisa Weinberger zusammen, ganz wichtig ist auch zu wissen, ja, und Krabs war mit Kim zusammen in der Zeit. Also wir haben zu viert... Ah, stimmt, Krabi kann damit gemeint sein. Ja, stimmt, stimmt, da war ja mal was mit dem Geld hier und da, stimmt. In einer Wohnung gewohnt. Und die beiden Ladies verstanden sich nicht so gut, was jetzt auch nicht das Thema ist. Aber ich hatte Schulden, Leute, und ich konnte die Miete nicht mehr bezahlen. Ja? Und es waren immer so viele Leute da, Leute. Es waren immer so viele Leute da. Ja? Also Krabs hatte immer so viele Freunde und alles musste ja bezahlt werden. Es hat alles Geld gekostet. Und ich habe damals, müsst ihr euch vorstellen, 16.000 Euro gehabt, Fixkosten. Jeden Monat. Ich habe 16.000 Euro bezahlt für das... Kann hinhauen. Alles, jeden Monat, ja. Mich hat auch keiner gefragt, ob ich noch Geld habe oder nicht, ja. Ich hatte Schulden, Leute. 400.000, 8.000 Euro Mietschulden, ja. Ich konnte die Miete nicht mehr bezahlen und habe die Wohnung gekündigt. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit, Leute. Ich habe beim Vermieter angerufen, er hat gesagt, wir müssen raus, 3 Monate Kündigungsfrist, ja. Das habe ich Krabs gesagt. Ich habe ihn genau an dem Tag gesagt, wo ich gekündigt habe. Hey Krabs, wir müssen hier aus der Wohnung raus. Du hast 3 Monate Zeit, dir eine eigene Wohnung zu suchen. Er war in der Zeit immer noch YouTuber. Er hätte seine Videos schneiden können. Er hätte Geld verdienen können. Er hätte seine eigene Wohnung wie ein normaler Mensch. Jeder Mensch ist für sein eigenes Leben selbst zuständig, Leute. Eine eigene Wohnung sich holen können. So, er spricht auf jeden Fall sehr weise und vernünftig, muss man sagen. Wie ich das damals mit Lisa gemacht habe, ja. Man kann jetzt sagen, okay, das war vielleicht nicht in Ordnung, du hast ihn da hängen gelassen. Ja, das stimmt. Man lässt seine Freunde nicht hängen. Das stimmt. Dafür, Leute, wurde ich bestraft. Ja, ich hatte auch eine Leidensphase, keine Sorge. Ja, Gott hat mich dafür gerichtet. Das müsst ihr nicht tun und schon gar nicht Mr. Krabs muss es tun. Ja, uns richtet immer nur einer. Und in diesen 3 Monaten, Leute, hat es Mr. Krabs leider nicht geschafft, seine ganzen Sachen einzupacken und auszuziehen, sondern er ist bis zum letzten Tag geblieben, Leute. Ich habe alles auf... Diese Leute hasse ich. Diese Leute hasse ich. Da könnte ich kotzen. Da kriege ich so ein... Da will man ausrasten, Digga. Diese ekelhaften Leute, diese... Das geht jetzt nicht um diese Person. Es geht um so Leute, so wie so Bazillen, weißt du? Du kriegst sie nicht los. So Schmarotzer. Dann gibst du den 3 Monate Zeit und dann will er die Wohnung nicht verlassen bis auf den letzten Tag und dann wundert er sich und macht Stress, warum der sofort da raus muss. Ich hasse diese Menschen. Rausgeräumt, ich habe die ganze Wohnung saniert und wollte sie abgeben, aber Mr. Krabs hatte am letzten Tag noch seine Matratze drin und seinen Fernseher. Ihr müsst euch denken, sogar meine Mutter hat seine Kartons gepackt und mitgeschleppt. Es gibt Freunde, die können das alles bestätigen. Unsere Freunde. Unsere alten Freunde, Leute, können das alles bestätigen. Und deswegen ist es umso weirder, dass diese Lüge dann ausgesprochen wurde. Und zwar, dass ich ihn 70.000 Euro schulde, Leute. Ich habe Mr. Krabs noch nie Geld geschuldet. Ich habe meinen Freunden um mich herum immer nur finanziell supportet. Ich wollte, dass jeder finanziell unabhängig ist um mich herum. Dass jeder ein schönes Leben, ein herrliches Leben führen kann ohne finanzielle Probleme. Das war immer mein Wunsch und das wollte ich immer für jeden.
Das ist alles, Leute. Ich habe immer alles gezahlt, ich habe immer alles finanziert, ich habe immer alles bezahlt, Leute. Ich war der, der immer alles bezahlt hat. Bitte merkt euch das. Es war immer so und es ist heute noch so. Und wenn ich heute viel Geld hätte, wäre es immer noch so, Leute. Ich bin einfach jemand, der hilfsbereit ist, der seine Familie supportet, der seine Freunde supportet. So bin ich. Nur. Sag euch ehrlich, so kommt er aber rüber. So kommt er rüber. Das ist jemand, der vielleicht, also er kommt mir so rüber, der nicht mit viel Geld aufgewachsen ist. Dann hat er plötzlich viel Geld. Ihm war alles scheißegal, alles auf den Kopf gehauen, hat sein Leben genossen, hat mit den Freunden geteilt. Dann war das ganze Geld wieder weg und den juckt das nicht. Weil er weiß, wie es ist, ohne nichts auf der Welt, auf dieser Welt zu sein und ja, macht jetzt weiter. Also kommt glaubhaft rüber bei ihm. Es gibt ein Problem in dieser Welt, in diesem Universum. Und zwar, wenn du jemanden supportest, der dir nichts Gutes wünscht, ja, dann gehst du mit den Arsch. Und so war es bei mir, ja. 70.000 Euro habe ich Mr. Krabs nie geschuldet, Leute, sondern jemand anderes hat ihm das Geld geklaut. Genauso wie mir 110.000 Euro Coca-Cola-Sponsoring damals wurden mir geklaut von derselben Person, Leute. Die Person hat 180.000 Euro bar abgehoben von unserem Bankkonto. Kein Spaß. Wir waren Hä? Wer denn? damals zu dritt in der Firma eingetragen und diese Person hat das ganze Geld abgehoben, weil es. Hä? Also Krappi, KS Freak und meint ihr jetzt die dritte Person Upred oder was? Ach, Manager, Manager, okay, Manager. Weil diese Person das selbst gebraucht hat, sonst wäre die Person umgebracht worden. Versteht ihr das? Da gab es so viele schlimme Sachen, die ich gar nicht erzählen kann, ja? Wo ich will gar keine Namen sagen, ja? Weil es kann sein, dass sie heute noch sterben würden dafür. Das ist krass, Leute, was da abging, ja? Wie ging es dann weiter? Dann kam es zum Auszug, ja? Und Mr. Case war dann der Böse, weil er hatte die Leute dann nicht mehr weiterfinanziert. Ich war dann der ganz der Böse. Keiner hatte mehr einen Nutzen von mir, ja? Deswegen war ich dann ein schlechter Mensch, weil ich habe ja nicht mehr. Schlimmste, was es gibt, Alter, wenn du selber irgendwann am Ende bist, am Boden bist und du dann erst bemerkst und siehst, wer wirklich deine wahren Freunde sind, die immer noch hinter dir stehen und diese Leute, die nur da waren wegen deinem Geld und wegen dem Fame und so weiter. Weiter bezahlt und die Leute weiter finanziert im Penthouse. Da war ich dann der Böse, Leute, der böse KS. Ja, so war es, Leute. 4 Jahre lang hatte ich eine Leidensphase. Ja, ich habe 4 Jahre gelitten, Leute. Ich habe nur meine Schulden abbezahlt. Ich habe geknechtet wie ein Hund, jeden Tag, jede Woche, jedes Monat habe ich geknechtet, um meine Schulden zurückzubezahlen. Ich bin dann umgezogen in so eine kleinere Wohnung mit Lisa. Ja, sie kann das sogar alles bestätigen. Ich habe gekämpft, Leute, gegen ApoRed. Für 15.000, für 15.000 Euro habe ich gekämpft. Vor Glaube ich nicht. Das. Also, Walla, guck mal, entweder. Walla, entweder. Nein, 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 oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Glaube ich nicht. Also, entweder wurde der Typ absolut verarscht. Absolut verarscht. Und er hat es nicht gecheckt, dass er viel, 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 viel mehr bekommen hätte. Und mit viel mehr Leute meine ich 15k? Viel, viel mehr. Also, für die Reichweite, die die eingespielt haben und für seinen Namen. Also mit 15k dürfte man nicht mal in die Verhandlungen reingehen. Nein, 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 nein. Also entweder der labert hier gerade, weil ich weiß ja, was wir und die anderen bekommen haben. Und er muss viel, viel mehr bekommen. Entweder er labert oder der Arme wurde so krass verarscht, dass er einfach seinen Wert nicht mehr erkannt hat. Ich weiß, er leistet mal 57k Zuschauer. Deswegen sage ich ja, der hätte, der Bruder, Bruder. Also wirklich nahezu sechsstellig, Leute. Also Bruder, das ist gerade ein Witz. Das ist ein schlechter Witz. Das tut mir gerade richtig leid, Digga. Was für 15k, Bruder? 800.000 Live-Zuschauer und 15.000, dass ich das Finanzamt wiedergeben kann. Ich war in einer Teufelsspirale drinnen bis zum Konkurs. Ihr müsst euch ja vorstellen, ich bin dann quasi von dem Penthouse wieder ausgezogen, habe mich von Lisa getrennt. Das war, ich möchte da gar nicht zu viel eingehen, ja. Scheiß auf das Thema. Ich bin dann irgendwann, war ich auch dann noch in Wien und was weiß ich, wo ich alles war, Leute. Müsst ihr euch denken, ich habe meine ganzen Schulden abbezahlt bis zum Konkurs, bis Finanzamt und erst vorher gesagt hat, es ist Schluss. Es geht nicht mehr, die Schuld ist zu hoch. Wir müssen erstmal alles auf Eis legen. Alle Konten wurden gesperrt. Das war letztes Jahr,
Februar. Aber Digga, wenn der den Insi-Modus gemacht hat, warum muss er denn die Sachen zurückzahlen, verstehe ich nicht. Wurde ein Jahr lang, Leute, bis zum Januar 2024, also bis vor einem Monat, wurden meine Konten gesperrt und alles, was reinkam, kam quasi auf ein Massekonto und wurde dann aufgeteilt. Und in dieser Zeit kam so ein Knackpunkt in meinem Leben, gell? Also es war so die schlimmste Zeit in meinem ganzen Leben, müsst ihr euch vorstellen, wo ich in Konkurs war. Das war so eine... Digga, der Staat, der kann einen so fertig machen. Der Staat, der kann dich so kaputt machen. Boah, der zwingt dich so auf die Knie, ne? Dieser Staat, der kann dich depressiv machen, auf Suizidgedanken bringen. Dieser Staat, der kann dich so behindert machen, ne? Der spielt mit deiner Psyche, Bruder. Wenn einmal diese Mahnkosten kommen, diese Gebühren, wenn die das falsch einschätzen und dir irgendwelche Summen schicken und sagen, zahl das und das und... Bruder, die können einen so krass kaputt machen, ne? Wirklich. Für mich so eine Leidensphase, wo ich wirklich in einer tiefen Depression. Und das Schlimmste ist, Bruder, wie viele Menschen sind gestorben? Sind auf so komische Gedanken gekommen, weil die einfach das Geld nicht mehr zahlen konnten, weil die kaputt gegangen sind. Und glaub mir nicht, das ist scheißegal, die wollen nur ihr Geld haben. Depression war. Also da war ich einen Monat lang bei Krabs in der Wohnung, habe ich gewohnt. Und da haben wir ja zusammen gestreamt. Das hat er ja auch erzählt, wo wir gemeinsam gestreamt hatten. Und wo er dann gemeint hatte, dass ich quasi keine Miete bezahlt habe. Und ja, und da hat er das Geld bestimmt durch die Streams reingeholt. Und quasi mich da durchgeschnorrt habe bei ihm zu Hause, Leute. Das ist Bullshit. Das ist auch wieder eine Lüge, wo ich mir so denke. Allein sowas zu erwähnen, Alter. Entweder nimmst du einen Freund auf oder egal wen und behältst das für dich und hältst deine Schnauze und tust eine gute Tat für dich. Oder du nimmst ihn nicht auf, Digga, wenn du vorhast, in Zukunft sowas zu erwähnen. Digga, was? Wie kommen die Leute darauf? Ich habe die ganzen Einnahmen von Twitch, Leute, habe ich bei Mr. Krabs gelassen. Das waren ungefähr 1.000, 2.000 Euro ungefähr. Die hat er bekommen, Leute, habe ich keinen Cent davon bekommen. Das heißt, die Miete wurde so bezahlt. Das ist auch eine Lüge. Und ich habe da immer geputzt, Leute. Ich bin so, jemand versteht ihr, ich mache immer sauber. Ich schaue, dass immer alles um Fleek ist. Das habe ich auch getan. Das heißt, alle Aussagen, die da getroffen sind, waren auch wieder Bullshit. Aber ist egal. Und dann habe ich mich von diesen Leuten ganz getrennt und bin dann quasi mit Sophia zusammengekommen, Leute. Und das war für mich der Knackpunkt, ja. Müsst ihr euch vorstellen, ich habe Sophia kennengelernt an meinem tiefsten Punkt, ja. Da, wo ich nichts hatte, wo ich broke war, ich war richtig als Handler, Leute, ja. Und ihr müsst euch vorstellen, sie hat mir geholfen. Auch meine Vermieterin hat mir extrem viel geholfen, Leute. Dann irgendwann kam der Punkt, wo so der Change kam und ich wurde einfach ein besserer Mensch. Meine Handlungen waren einfach rein positiv, so wie ich gedacht habe, war wieder positiv. Ich wurde einfach wieder glücklich, weil so... Bro, eine Frau kann so viel bewirken, ne? Boah, die kann dich wieder aufbauen, hochziehen. Die kann dir so viel Power geben, deinen Rücken stärken, was auch immer. Klar, es kann auch umgekehrt sein, ne? Diese Frau kann dich auch genauso runterziehen und die Hölle für dich sein. Aber das ist schon heavy, dass man manchmal einfach nur diesen bestimmten Menschen braucht, diesen Partner, der dich einfach aufbaut, mit dem du sprechen kannst, der dir so motivierende Worte an den Kopf schmeißt und dir gute Sachen einredet, dich supportet, weißt du, manchmal... Es klappt einfach nicht durch den Freundeskreis, die Eltern. Manchmal, da kommt einfach nichts durch, weißt du? Manchmal braucht man einfach so jemand Neues im Leben, der nochmal diesen frischen Wind mitbringt und dich aufbaut, wisst ihr? Und man merkt auf jeden Fall, der Typ, der wurde maximal aufgebaut. Seine Wohnung sieht sauber aus. Der ist glücklich, bodenständig. Wir haben seine Roomtour gesehen. Der weiß alles zu schätzen. Der erzählt, wie viel seine Freundin da ihm geholfen hat und so weiter. Gerne, also ich kaufe ihm alles ab, Retalk, Digga. Er kommt sehr, sehr ehrlich rüber. Vier war sowas wie ein Licht für mich, ja. Und alles hat sich Stück für Stück gelöst. Nach einem Jahr hat sich alles wieder gelöst. Ja, wie ich das gemacht habe, kann ich vielleicht nochmal ins Detail, ja, drauf eingehen. Aber heute muss ich sagen, wohne ich in einer süßen Wohnung, habe ein süßes Auto, ich habe eine wunderschöne Frau an meiner Seite, meine Familie ist glücklich und gesund. Ich habe alles, was mein Herz begehrt. Ja, aber nicht zu vergessen, Leute, natürlich an erster Stelle, ich weiß jetzt auch gar nicht, welche Religion er angehört, ne? Ist auch egal, aber so oder so, alles, was dir gegeben wird und genommen wird, so oder so, kommt von unserem Herrn. Ne, es gibt kein, du hast das und das wegen dir erreicht, wegen den YouTube-Kollegen. 2016 hatte er nicht einfach so viel Fame wegen denen und denen oder so viel Geld verdient. Das ist alles geschrieben, dein Risk kommt alles von Allah und er hat bekommen und genauso wie er bekommen hat, wurde es auch wieder genommen, ja. Genauso schnell wie es kam, so schnell ging es auch wieder. Keine Ahnung, war seine Prüfung, vielleicht war er undankbar, jetzt ist er dankbar. Er wird getestet, geprüft, wie auch immer. Also man merkt aber auf jeden Fall so. Vielleicht hat er das gebraucht. Einmal
auf den Boden der Tatsachen zu kommen. Dann einen richtigen Partner an der Seite, der ihn aufbaut. Keine Ahnung, Digga, weiß man nicht. Habe ich jetzt. Ich möchte mit den Leuten, die früher in meinem Leben dabei waren, mit denen möchte ich nichts mehr zu tun haben. Und auch ihr müsst jetzt damit abschließen. Die Leute wird es nie wieder hier zu sehen geben. Und auch nie wieder werden diese Menschen in meinem Leben stattfinden, ja, oder teilhaben. Das also, glaubt mir, Leute, lieber seid ihr über die Jahre konstant gleich am Verdienen, zum Beispiel 2.500 netto, und seid glücklich, arbeitet 8 Stunden am Tag, wie auch immer, habt keine Probleme, seid nicht selbstständig, als wenn ihr einen Höhepunkt habt, in dem ihr selbstständig seid, ihr verdient erstmal, ihr seid broke, verdient ein bisschen und irgendwann habt ihr diesen Dings geknackt, ihr seid oben und ihr wisst, wie das Leben ist, Lifestyle, teure Miete, teure Urlaube, und dann auf einmal fällst du wieder. Und dann fällst du und bleibst da und kommst nie wieder hoch. Und ab dem Moment fällst du in so ein krasses Loch, wo du sagst, scheiße, ich will wieder so viel verdienen, ich will wieder diese Wohnung haben, ich will diese Urlaube machen, weil da hast du Blut geleckt. Da weißt du, wie schön es war. Und nein, sag mir nicht nein, immerhin hatte ich dieses Leben und weißt, wie es war. Nein, weil genau dann, wenn du es weißt, Digga, wenn du einmal dieses Blut leckst, du kommst davon nicht mehr weg. Du sagst einfach, das kann nicht sein, ich war da oben, jetzt bin ich wieder hier unten, du kommst darauf nicht klar, Digga. Dann bist du kaputt. Und dann bist du am Ende zerstört. Deswegen sage ich lieber, diese konstante Sache ist, finde ich, viel besser, wenn man es so sieht, wie als wenn du einmal kurz oben bist und dann fällst, weil dann fällst du in ein Loch, wirst depressiv und das macht dich kaputt. Das müsst ihr akzeptieren und so ist es, ja. Dankeschön, Leute. Zu dem letzten Thema. Es gab ja dann dieses Video, wo wir auf der Tankstelle da so, wo die Flasche fiel und hin und her und wir haben uns gestritten und hier, Leute, das war alles inszeniert. Da habe ich sogar noch Handyvideos und alles, wo das alles inszeniert wurde und sonstiges. Jeder Mensch zum Beispiel oder jeder Passant in dem Video war getimed, jede Sekunde war getimed, jeder wie er geht, wie er was sagt und alles war getimed, Leute. Am Ende des Tages ist nichts dabei rausgekommen. Am Schluss entschuldige ich mich für jegliche Sünde, die ich begangen habe, für das Sexualisieren von Frauen. Ich entschuldige mich dafür. Das ist nicht in Ordnung. Das macht man nicht. Ich entschuldige mich für alle Beleidigungen, die ich gegenüber anderen YouTubern oder anderen Menschen ausgesprochen habe. Ich entschuldige mich für alles, was damals passiert ist, Leute. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Ja? Der da oben. Krasse Worte, weil ja, am Ende des Tages hat er jetzt realisiert, ne, dass dieser Ruhm und Fame und so weiter alles ihm über den Kopf gestiegen ist, ne, dass er falsche Werte vermittelt hat, ne, falsche Sachen ausgesprochen hat. Und jetzt realisiert er es. Schön. Oben hat es nämlich schon getan, Leute. Ich bin schon froh über mein Vergangenheit. Warum hat der Illu-Tattoo auf dem Arm? Dass ich so viel Mut hatte, das alles zu tun, ja. Weil so konnte ich daraus lernen und jetzt weiß ich, was richtig und was falsch ist. Und das ist ganz, ganz wichtig für jeden Menschen da draußen, ja. Traut euch, Leute. Traut euch, etwas in eurem Leben zu erreichen. Traut euch darüber, weil nur so könnt ihr besser werden und aus euren Fehlern lernen, ja. Ganz, ganz wichtig. Lasst uns gemeinsam in die Zukunft blicken. In eine schönere, bessere. Ich wünsche euch viel, viel Glück, ja. Auch an Mr. Krabs, an Matthew, an alle Leute da draußen, ja. Ich wünsche auch euch viel, viel Glück. Atmet. Breathwork ist auch sehr, sehr wichtig. Meditation, Leute. Dankeschön, Leute, fürs Zuhören. Wir sehen uns am 1.3.2024, wenn es heißt. Ja, Leute, korrekt auf jeden Fall, dass ihr das Video mir vorgeschlagen habt, also empfohlen habt. Das ist krass gewesen, Digga. Ja. Von solchen Leuten, die früher ganz oben auf YouTube waren, weißt du, die jeder kannte und dann auf einmal verschwunden sind, die jetzt darüber reden, so ein bisschen Realtalk machen und zeigen, ne, dass das nicht alles immer hihi, haha und alles so schön war. Krasses Video, kam auch sehr, sehr ehrlich rüber, muss man sagen.